Russia! Das ist Winter. Zu spät, aber das ist Winter. Das Abnormalste ist, dieser Baum hier müsste eigentlich da stehen. So. Der ist aber komplett so gekrümmt. Ich befinde mich in einer unglaublich komischen Situation. Und zwar, es ist sehr schön und es ist wunderschön am Schneien und alles, aber die ganzen Bäume brechen und irgendwie sieht das gefährlich aus. Ich weiß nicht, die beugen sich schon so dermaßen und da liegen schon die alle auf dem Boden. Ich glaube, ich drehe um, weil da hinten sieht es nicht besser aus. Und ich höre die ganze Zeit nur so knacksen und knacksen und das Jahr hat gerade angefangen, ich will nicht lieber im Krankenhaus landen. Deshalb gehe ich jetzt zurück. Aber dann denke ich mir, scheiß drauf. Was ist, wenn ich diesen kleinen Schneeball runterrollen lasse ins Wasser? Oh. Ja, ich hab's mir ein bisschen größer vorgestellt, aber ist okay. Ich bin angekommen. Hallo. Cozy. Schöne Aussicht. Ansonsten scheiß Wetter, würde ich sagen. Sieht eher aus, als wäre ich hier so ein Sniper. Ja, was haben wir denn hier? Nein, kein Bad. Ich habe mich so auf ein Bad gefreut. Hallo, Spiegel.
Hallo, Linse. So, dann ziehen wir uns mal um für den nächsten Tag, wo ich dann arbeite, wie ich dann in Arbeitskleidung aussehe. Einen Moment. So, so sehen wir aus. So sind wir fertig. Lass uns arbeiten. Moin! So, das ist unser Hotel. Und da muss ich hin. So ein ganz weiter Weg. Ich heiße Toni Jung. Auch geil. Das erste Mal. Buongiorno. Yeah, I decided to mix the vlogs now a little bit with English and German, so both sides have fun if they're watching. But yeah, let me explain you what I did for the last 2 days. I worked with this company or this event called Digital Leaders, and they're making like small and big events with a lot of people who has new concepts, ideas, visions of how to make the world a little bit better and easier. So everyone out there who don't know what it is, check this out. It's pretty good, pretty good. And now for the German people. So Leute, ich hab, jetzt muss ich das nochmal erzählen. Lernt einfach Englisch. Tschüss. This mindset. Don't do things just because they're easy. Do things because they're hard. Because when things are more difficult, then you tap into something else besides it's more cost efficient or whatever it might be. You tap into this, the spirit of actually trying stuff out. Not all.